Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast, bei uns passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Der HSV 2 gegen den Lüneburger SK Hansa, Platz 12 gegen Platz 11 im Nachholspiel der Regionalliga Nord. Es ist gleichzeitig ein richtungsweisendes Spiel mit prominenter Unterstützung. Und zwar von Kyriakos Papadopoulos, der 136-fache Bundesligaspieler und griechische Nationalspieler, hält sich bei der U21 aktuell fit und gibt heute sein Debüt in der Regionalliga Nord. Rein ins Spiel der Lüneburger SK Hansa in den schwarzen Trikots von links nach rechts. Auch gleichzeitig mit der ersten guten Möglichkeit der Party, das ist Tomek Power und Tom Mikkel, das zweite Mal in dieser Saison zwischen den Pfosten der zweiten Mannschaft zur Stelle. In Durchgang 1 gab es wenig zu sehen, wenn, dann kamen die Chancen, aber von den Gästen diese gute Möglichkeit von Jonas Seidel. 0-0 zur Pause unter den Augen von Dieter Hecke. Rein ins Spiel, die zweiten 45 Minuten sollten dann unterhaltsamer werden, dass Moritz Boni Quarteng mit der ersten Chance dieses Spiels, und kurz darauf hat auch er die Möglichkeit per Freistoß. Auch der ist nicht ungefährlich. Der HSV tastete sich so allmählich ins Spiel, machte es besser. Lüneburg ganz im Gegenteil etwas verunsichert. Maximilian Geißen mit der Riesenmöglichkeit will da noch ein Handspiel gesehen haben. Aber eine klasse Tat auf der Linie von Fabian Istefo. Dann mal ein Freistoß, kurz ausgeführt. Gute Variante, Papadopoulos verliert den. Der wird aber unzureichend geklärt. Und dann kommt Oge Chica heil an die Kugel. Ball noch abgefälscht. Richtig gut pariert von Ole Springer, der auf den minimalen Kontakt seines eigenen Verteidigers blendend reagiert. Die Lüneburger kamen im Wesentlichen nur einmal vorne vors Tor im zweiten Durchgang. Das auch unterm Strich nicht wirklich gefährlich. Dieser Schuss für HSV-Keeper Tom Mikkel. Die Gastgeber haben die letzten 5 Regionalligaspiele nicht gewonnen. Umso mehr sollte heute dieser wichtige Dreier im direkten Duell her. Aber es sollte einfach nicht sein. Auch Kyriakos Papadopoulos wenig auffällig probierte zu dirigieren und anzuleiten. Springen wir in die Schlussphase. Lüneburg holt sich die Kugel, will den Konter fahren. Dann gibt es hier einen Foul und dann gibt es gleich einen Pfiff. Schiedsrichter Timo Daniel greift sich an die Tasche und zieht die rote Karte für Lüneburg Stefan Wolk. Grund dafür haben wir leider nicht auf Kamera. Es handelt sich aber laut Aussage des Schiedsrichters um eine Tätlichkeit wegen eines Ellbogenschlags. Dementsprechend endet dieses Spiel nicht mit einem Tor, dafür mit einem Platzverweis. Der HSV 2 ist in der ersten Hälfte harmlos, in der zweiten dann besser, aber es reicht nicht fürs Tor. Und Kyriakos Papadopoulos auch nach dem Spiel mit gewohntem Einsatz. Man muss immer sagen, es ist eine junge Mannschaft, die sicherlich dann auch in so einer Drucksituation jetzt gewinnen zu müssen in so einem Spiel. Der Trainer fordert das, sicherlich auch ein bisschen so viel oder zu viel wollten und dann ein bisschen verkrampft wirken. Ich finde, in der zweiten Halbzeit haben wir es wirklich phasenweise richtig, richtig gut gemacht. Auf dem Platz, der nicht ganz einfach immer zu bespielen ist jetzt zu der Jahreszeit, das ist halt nun mal so. Aber dafür finde ich, in der zweiten Halbzeit haben die Jungs es gut gemacht. Tabellarisch rangiert die U21 momentan auf Rang 12, 6 Zähler vor dem Relegationsplatz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast, bei uns passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis.